Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Schwarz. Im letzten Part haben wir leider Shana verloren. Und dieses Pewyu wollte ich nochmal hören. Ja, auch Pilze dürfen wir zurzeit noch nicht einsetzen, aber es wird Shana ersetzen. Und nun ist da vorne Charon, der sich scheinbar mit einem von Typ Plasma angelegt hat. Du bist stark, aber im Grunde bezieht ihr Trainer eure Stärke doch nur daraus, dass ihr die Pokémon unterjocht und ausnutzt. Deswegen wollt ihr den Pokémon aus die Freiheit schenken, hä? Na gut, tut, was ihr nicht lassen könnt. Doch, wie man das auch dreht und wendet, es ist verkehrt, den Leuten mit Gewalt ihre Pokémon zu rauben. Das hat mit Stärke nämlich rein gar nichts zu tun, weißt du? Jetzt kommt da noch einer. Oh, hier bist du also. Wir haben gefunden, wonach wir gesucht haben, also machen wir uns jetzt besser auf zum Turm. Also, Team Plasma hat jetzt die Macht, diese Welt zu verändern, in der die Pokémon seit jeher unterjocht werden. Ja, ganz genau. Es ist doch nur natürlich, seine Macht einzusetzen, wenn man damit etwas gegen die Missstände in der Welt tun kann. Für uns ist es jetzt an der Zeit, uns um N, unseren König, zu versammeln. Okay. Diese Mistkerle, keine Ahnung, was für ein Ding die da gefunden haben. Aber sie haben sich mächtig ins Zeug gelegt, um so stark zu werden und überall Unruhe zu stiften. Was für eine nervige Truppe. Johnny, ich werde noch ein Weilchen hierbleiben. Ich möchte ein wenig darüber nachdenken, was der Champ gesagt hat. Was werde ich eigentlich tun, wenn ich irgendwann so stark bin, wie ich mir das jetzt ausmale? Und für wen oder was möchte ich überhaupt so stark werden? Halt die Klappe und lass mich vorbei. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Wer bist du denn? Eberhard Esche. Ah. Johnny, wie geht's denn mit Cleopatra? Oh, Cleopatra mag dich aber wirklich sehr. Der Pokédex ist natürlich sehr wichtig, aber du solltest auch viel Zeit mit deinen Pokémon verbringen. Ach übrigens, hast du schon von der Drachenstiege gehört? Ich bin jetzt mal naiv und sage nein. Noch nie davon gehört? Naja, man kann ja auch nicht alles wissen, ne? Ich hoffe, es macht dir nicht allzu viel aus, einem rätseligen alten Mann etwas von deiner kostbaren Zeit zu schenken. Von der Drachenstiege heißt es, es sei das älteste Bauwerk der Einallregion. Vor allem aber handelt es sich dabei um die Wiege der legendären Pokémon. Der Überlieferung zufolge hätten diese dort das Licht der Welt erblickt und ruhten immer noch an diesem Ort. Die Drachenstiege liegt ein Stück hinter Nevajo City. Mehr weiß ich leider auch nicht, denn schließlich hat noch kein Mensch diesen Ort je betreten. Meine Tochter hat stets versucht, das Geheimnis der Drachenstiege zu lüften, jedoch vergebens. Daher ist es jetzt an ihrem alten Herrn, der Sache einmal auf den Grund zu gehen. Man sieht sich! Warum laberst du mich voll? Ich kenn dich nicht mal! So, sind wir jetzt in, ja, Nevajo City. Die Stadt ist ein Stern am frostigen Firmament. Schön. Wo bin ich hier? Wo kann ich hier hochgehen? Moment, sollte ich jetzt Itemradar einschalten? Eine Windmühle, okay, schön. Damit kann ich aber nicht agieren und hier kann ich nicht rüberspringen, gar nichts. Schutz wirkt nicht mehr. Schön. Mir ist sowas Gelbes hier. Da ist ein Haus. Was? Wo bin ich denn hier? Man könnte hier surfen, theoretisch. Was? Hier geht es... Spiel, willst du mich verarschen? Spiel, du bist scheiße. Ich spiele nicht mit meinen Gefühlen, ja? Hier gibt es Pokémon, Leute. Aber ein Schneebedeck hatten wir schon mal. Deswegen darf ich mir ansehen, was das zweite ist. Ja. Und wir haben... Gehweier. Ein Gehweier. Ja, es hatte vier Beine. Aber ernsthaft, ein Gehweier? Ernsthaft, ein Gehweier? Nee, tut mir leid, das... Nee. Nee, das möchte ich nicht haben. Ja, ich kann mich natürlich auch dazu entscheiden, das Pokémon nicht zu fangen, aber dann verliere ich halt die Chance auf diese Route, ne? Und wenn ich ein Pokémon mit vier Beinen verliere, könnte ich Gehweier nehmen und es dadurch ersetzen, aber so habe ich natürlich hier keinen Ersatz. Aber nein, ich habe mich jetzt entschieden, ich möchte... Wo bin ich hier? Ich möchte Gehweier jetzt nicht unbedingt haben. Ah, da ist schon wieder Route 8, da könnte ich mir was Neues fangen, aber nee, nicht jetzt. Wir sehen uns hier erstmal in Nevajo City um.
Was? Finsterball? Warum auch nicht? Was, da ist noch was? Wo denn? Da! Glücksrauch! Oh, Glücksrauch. Auch nicht schlecht. Was denn mit dir, meine Dame? Wenn man durch das Moor geht, kann es vorkommen, dass einen aufgeschreckte wilde Pokémon angreifen. Ja, ja. Hier unten soll was sein. Stimmt, ich kann jetzt auch surfen. Hol ich mir doch das Item da. Was es überhaupt im Wasser ist. Okay, was haben wir hier? Ja, nee, da sind wir uns alle einig. Es hat 4 Arme und 2 Beine, ne? Da sind wir uns alle einig. Es geht ja um Beine, nicht um Gliedmaßen. Ne? Was? Wo ist dieses verkackte Item? Da. Oh, ich will das Item haben jetzt. Oh, Traumato wäre auch cool gewesen. Dürfte ich mir theoretisch fangen und durch Angie ersetzen, aber... Nein. Nein. Frisst den Spukball. So, hast du ihn davon. Was? Das reicht noch nicht mal. Was soll denn der Müll? Natürlich wird Liam vergiftet. Fantastisch. Toll, finde ich super. Ich bin jetzt in der Stadt. Wo ist das Pokémon Center? Ich bin echt versucht, mein Fossil zu beleben. Ja. Granitstein, toll. Dafür die ganze Arbeit. Da werde ich echt versucht. Da oben ist das Pokémon Center. Ich habe es gesehen. Okay, haben wir mit dir schon gesprochen? Ach so, ja. Gut, 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 gut. Da ist das Pokémon Center. Na, endlich. Da oben standen ganz viele Leute. Habt ihr gesehen? Okay, heile bitte erstmal unser Team, ja. Okay, ich nehme dann... Da. So. Und Leute, ich würde es gerne noch ein letztes Mal hören. Pass auf. Danke. Ja, es bleibt uns nichts anderes übrig. Bewegen und leider auch Shana muss hier bleiben. Ich meine, sie ist ja nicht besiegt, ne? Sie darf einfach nicht mehr kämpfen. Um es mal ein wenig dramatische Aussprache zu benutzen. Lemus, Strips, Turbine, Kobri, jetzt Shana. Ja, auch euch kann ich bald nicht mehr verwenden, wenn ich Angie auch noch ersetze. Dann darf ich euch auch nie wieder benutzen. Okay, aber zuallererst würde ich sagen, geben wir das Glücksei, das ich irgendwo hier tummeln müsste, irgendwo zwischen all diesen unnützen Items. Wo ist das? Kann ich nicht irgendwie danach suchen oder so? Oder habe ich... Da, Glücksei. Ich habe sogar 2 Stück davon, stimmt. Bekommt das Pilzi. Ja. Wisst ihr, warum Pilzi? Wenn nein, habt ihr Pokémon X und Y zu wenig gespielt. Ja. So, wir nehmen mal Pilzi nach vorne, einfach nur, damit das ein bisschen leveln kann. Und sehen uns dann mal in der Stadt um. Was ist denn mit dir hier? Ja, das legendäre Pokémon eilte dem Helden auf der Suche nach dem Wunsch zu Hilfe und schuf dieses Land. Hernach legte es seine irdische Hülle ab und harrte in Gestalt des Dunkelsteins der Geburt eines neuen Helden. So wäre es zumindest die Legende, die ich als kleiner Knirps gehört habe. Schön für euch. Ist hier unten vielleicht noch was? Na, ich hätte auch direkt hier hochgehen können, verstehe. Was ist denn mit euch? Ihr tanzt, scheinbar. Da hinten liegt ein Item, ich hab's gesehen. Wie komme ich da hin? Hä, wie komme ich... Wie komme ich da runter? Und wie komme ich... Komm ich hier runter? Nee. Hä? Was macht ihr da? Hallo, was macht ihr da? Rundrum, alles auseinander, rundrum, la 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 la. Linksrum, rechtsrum, nee, nee, nee. War das wichtig? Sonne und Mond! War das eine Anspielung? Ich glaube nicht. Lass... Hier lang komme ich vielleicht zum Item. Nee, hä? Wie komme ich zu diesem Item rüber? Und darunter, wo was versteckt ist? Ich weiß es nicht. Was haben wir denn hier? Der Pokémon-Fanclub. Kriege ich hier vielleicht wieder was? Wenn ich euch allen zuhöre.
Hallo, gestatte, dass ich mich vorstelle. Ich bin der Vorstand. Ja, ja. Was sagst du denn zu meiner Angie, ne? Du hast es mit Level 5 getroffen, bla bla bla. Oh, ich krieg den EP-Teiler. Sehr schön. Nichts im Abfall, was mit dir? Willkommen, möchtest du? Ja, dann teste halt die Freundschaft auch zwischen mir und Angie. Ah, das ist alles. Ich dachte, du gibst dir vielleicht auch was. Okay, der EP-Teiler. Ich denke, es wäre nicht verkehrt, wenn wir den einfach mal einschalten. Oder wie sieht das aus? Dann kriegt unser Pilz ja auch immer wieder ein bisschen Erfahrungspunkte. Da, EP-Teiler. Ach so, hier muss man den ja noch geben, stimmt. Okay, Pilzi, du nimmst dann bitte den EP-Teiler. Gut. Und dann ist das was... Die Arena, fantastisch. Von Sandro, eine Maske aus Eis. Unerschütterlich trotz dieser Turm, seit Menschengedenken Wind und Wetter. Sein bloßes Vorhandensein scheint uns allen etwas vermitteln zu wollen. Ja, ich könnte jetzt... Was ist jetzt mit dir los? Was zur... Hallo und rein spaziert! Nur keine falsche Scheu! Was? Fragma. Wie heißt du Fragma? Diese Aufregung, dieses Drama, diese Spannung! Ich darf euch jetzt also den heutigen Kandidaten vorstellen. Du da? Quasimir. Oh, willkommen. Beginnen wir sogleich mit unserem Quiz. Je mehr richtig antworten, desto besser die Stimmung. Also dann, los geht's! Was? Blablabara. Blablabara, ach du Scheiße. Ja, viel Glück! Hier kommt auch schon die Frage. Moderner als analoges Fernsehen ist... Also das ist doch mal eine richtig schwierige Frage, weißt du's? Ein Tipp! Na sowas, das Publikum verlangt nach einem Tipp. Klar, warum nicht? Hier kommt also ein kleiner Tipp. Du gibst alles. Sigi zahlt es oder so ähnlich. Was? Ja, das ist ein sehr hilfreicher Tipp. Und Kandidat, weißt du's jetzt? Moderner als analoges Fernsehen ist... Digitales Fernsehen? Was? Muss ich jetzt hier digital suchen oder was? Was? Oder, ja, Wi-Fi ist bestimmt auch moderner. Ich sag das. Was? Ich... Okay. Ist das moderner? Hätte ich jetzt wirklich digital suchen müssen? Scheinbar. Oh, danke. Ich hatte jetzt da keinen Bock, digital zu suchen. Ernsthaft, das ist doch doof. Ja, dieses System fand ich schon immer irgendwie doof. Was haben wir hier rechts? Da ist wieder ein Item und da ist Route 8. Gehen wir mal in die Arena. Mal sehen, ob jemand da ist. Hallo! Hier, nimm das Tafelwasser. Danke. Oh, hier kann ich wieder fröhlich umherrutschen, oder? Ja, ja, gut. Versuchen wir es. Kann ich hier rüber und darüber? Hier rüber und darüber und dann bringt mir das alles nichts. Hier bringt mir auch alles nichts. Der Typ steht mir im Weg. Ah, ich kann... Was? Ah! Hat geklappt. Ich dachte, ich kann dieses Holzteil drehen, aber... Das wirft mich irgendwo anders hin. Ach so, verstehe. Ich hoffe, der Arenaleiter ist da. Nicht, dass ich jetzt diesen Kack hier umsonst mache. Elliot hat 3 Pokémon und es ist ein Voluminas dabei. Ich denke mal, es ist nicht ver... Shit. Es ist nicht ver... Shit. Ne, meine Idee war... Ich dachte, ich habe immer noch Liam vorne. Die Idee war, dass ich mit Liam Mogelhieb einsetze und dann somit die Robustheit von Voluminas umgehe und es dann mit Bubble besiege. Steinhagel. Hier, friss den Surfer. Yeah. Ja, jetzt ist natürlich die Robustheit da, ne? Aber damit komme ich klar und Bubble auch. Hier, Biss. So, das war's. Gut, Pilzi kriegt Erfahrungspunkte und das nächste ein Pipi. Was machen wir denn mit Pipi? Ich würde sagen, Liam. Ja. Und nein, Typ W gibt es hier noch nicht. Nur, falls jemand fragt.
So, Pipi, friss den Mogelhieb. Jawoll. Ja, und dann versuchen wir es halt wieder mit der Gewissheit, ne? Lian. Das war ein Crit, fantastisch, aber es reicht leider nicht ganz. Machen wir halt noch den Schlitzer, komm. Einfach nur so. Weil wir es können. Und ein Safcon. Moment, gegen den Safcon könnte Pilzi eigentlich ankommen, oder? Was kann Safcon schon groß können? Eigentlich nicht viel. Eigentlich nicht viel, oder? Und wenn es brenzlig wird, dann können wir immer noch auf, hier, Pony wechseln. Wir versuchen mal die Zornklinge. Ja, es kann... Ja, es kann bestimmt auch Tackle, aber ich glaube nicht, dass es Pilzi one-hitten wird. Ja, weil so wird das nie was werden. Nee, so wird das nie was werden. Okay, Pilzi, das ist immerhin versucht. Das ist immerhin versucht. Ist in Ordnung. Macht dir nichts draus. Wir wechseln und wie gesagt, es soll Pony sein. Sehr gut. Ja, ist schade, wenn man nur Härtner beherrscht, Safcon, ne? Ein bisschen Tackle wäre auch nicht schlimm. Aber das war's. Das war's. Sehr schön. Waren das schon drei Pokémon oder erst zwei? Oh, Pilzi Level 30. Fantastisch. Oh nein! Mhm. Pilzi entwickelt sich. Und Pilzi wurde zu einem Parasect. Sehr schön. Wunderbar, das ist doch ein netter Abschluss des Parts. Was aber passiert, wenn wir jetzt hier auf diesen roten Schalter uns stellen, das erfahren wir erst beim nächsten Mal. Denn das war's bereits wieder mit Pokémon Schwarz. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!